Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Company of Heroes 2. Heute mit Blattern an meiner Seite. Servus. So wie immer eigentlich. Und der Nomex spielt auf der anderen Seite. Ha. So sieht's aus. Winterschlacht an Prypjat heute. Level 72er, Level 41er. Eigentlich recht fair aufgeteilt. Passt. Schauen wir mal, was läuft. Ja, so, du machst 2-3. 2-3, gut. Ja. Dann warte ich noch. Brauche ich ein paar Pios. Ja, Hauptsache du nimmst hier vorne das Ding schon mal schön ein. Ja, der zweite Pio ist auf dem Weg hin, sobald er gebaut ist. Es ist so wichtig, das Ding, das meint man nicht, aber das gibt einen Sicht über den ganzen Bereich da. Ja. Du siehst den Feind schon da unten rumlaufen, kannst jede Flanke sehen. Oder erstmal ein MG für, ne? Jupp. Ich laufe. Und ansonsten wie immer auf die Spritposis. Ja. Die Reparaturposi ist eigentlich auch ganz praktisch. Das stimmt wohl. Ich nehme die hier oben noch nicht ein, ich nehme die erst später ein. Ja klar, am Anfang brauchen wir die noch nicht. Kommt mir das eigentlich nur so vor, kann sein, dass der Gegner näher an der Mitte sitzt. So ein bisschen, ich weiß nicht. Sieht so aus, ne? Also seine Truppen kommen hier oben reingelaufen, ne? Ja, und unsere auf der anderen Seite. Unsere Truppen kommen hier reingelaufen. Na, ich weiß nicht. Ob das so fair aufgeteilt ist. Der macht direkt Druck auf die Siegmarken. Machst du unten weiter? Druck? Ja. Und oben ist schon der erste Pio. Und Gebiet ist uns. Setz dich da rein und das Ding. Ja, ja, bin schon. Genau. Hab ich schon. Weißt ja, es dauert immer ein bisschen, bis die Infanterie reagiert. So. Wollen eine Flanke laufen? Über die Brücke? Ja. Ich seh's. Ich baue mich ab und setz mich in den Turm rein, wenn du rausgehst. Jupp, ich geh raus und zieh mich zurück und baue das Gebäude. Bei der Basis sammeln. Warum kann man MG da jetzt nicht rein? Ich glaub, weil du das eingenommen hast, oder? Ich glaube, MGs kann man nicht da reinsetzen. Ah, das ging mal, aber da haben sie das rausgepatcht. Pioniere versuchen Eroberung. Wir nehmen das um jeden Preis ein. Ach man, hier oben, das schaffe ich auch nicht. Nehme ich erstmal die Siegmark wieder ein. Wie sieht's unten aus? Das schaffst du ja nicht. Ach, sieht doch ganz gut aus bisher. Schafft man nie. Was wollen Sie? Also den Punkt habe ich eingenommen. Jetzt kommen sie mit mehr Truppen. Bereit! Sollen wir. Kleine Fabrik ist im Bau. So, wir haben keine Spritpose, das sieht schon mal richtig schlecht aus. Ja. Pioniere erwarten Befehle. Gehen wir, Pioniere. User joined your channel. Hallo! Pioniere hier. Was, wer ist da? Ich. Ach, ich hab Apple mir das gerade mal angeguckt, Alex. Apple, wir nehmen gerade auf. Kannst du kurz rausgehen? User left your channel. Danke. Ja, immer passiert das. So. Siegmarken dürften jetzt gleich alle für uns. Oh, MG an der Mitte. Das kriegst du aber. Ja. Sauber. Versucht die mal abzuschneiden. Oder rennen hin deren. Nee, doch nicht. Warum ist man den MG da eigentlich in der guten Deckung, der es eigentlich sein sollte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall flankieren sie da gerade, kommen noch mit Infanterie rein.
Ja, das ist ziemlich scheiße. Fahrzeug kommt. Und der Molly kommt. Und ich hab den MG. Sauber. Da ziehen sie schon zurück. Sehr schön. Gut, dann halte ich jetzt die Stellung. Ah, okay, es liegt doch daran, dass ich das übernommen habe. Das MG kann. Ja, ich hab's abgeschnitten. Sehr schön, sauber. Oben die Posi ist auch uns. Sehr schön. So, Mörser hätte ich gern noch. Flamer K ist im Baum. Es kommen noch zwei Panzergrenz. Ich. Okay, du holst die Posi da oben schon. Dann mach ich nochmal Druck da unten. Geschafft, okay. Die sammeln ihre Truppen wieder in der Mitte. Was sollen sie machen? So, und jetzt kriegen sie erstmal vom Flamer Half-Track. Zunder. So gefällt mir das. Das ist unbesetztes Gebiet. Erster Drop down. So, ich denke, ich kann die Mitte locker halten. Wie ja, warte, aus? Ich muss. Ich habe hier gerade mit 2 MGs zu tun. Wow, pack. Und das war's für meinen Flamer Half-Track. Okay. Ne, ist noch entkommen. Sauber. Pioniere erwarten Befehle. Nein, ey, ich drück noch zurückziehen, der macht's nicht mehr. Ich flankier's. Ah, es wird nichts. Ich muss ja mal zu. Ne, er ist tot. Scheiße. Egal. Nate kommt und das war's für das MG. Yep. Find's auch geil, dass es hier teilweise so einen Bug gibt, dass die MGs immer noch feuern, wenn sie keinen Mann mehr dran haben. Das ist auch cool. Aber du sagst, du hältst die Mitte locker? Ja, bisher schon. Ich hasse es, durch den Schnee zu laufen. So, drittes Gebäude ist jetzt auch im Bau. Ich baue gleich einen Sandbunker bei uns. Ah, unten deine Truppen, musst du das MG wieder flankieren. Ja. Komm von der Seite wieder rein. Auch am Frieren. Nein, nein, meine Pios. Tja, das war's fürs nächste MG. Oh, kommt schon. Zum Lagerfeuer, Leute. Und gleich kommt dann ein Panzer 4. Ich baue noch eine Pack für die Mitte. Sehr schön. Oh, wenn der jetzt verreckt auf dem Rückzug, weil es zu kalt ist. Der läuft doch, wie kann dem kalt werden? Ich weiß es nicht. Ja, er hat's geschafft. Jawohl, in Bewegung.
So, Doppelschräg ist jetzt auch im Bau. Dann sind wir doch gerüstet für alles. Ich versuche sie nochmal abzuschneiden. Nein, er hat es natürlich perfekt ausgemacht. Ja, ja, bleib da stehen, ich komme von der Seite rein. Wow. Zwei Packs. Da steht einiges. Komm, kriecht. Kriecht ins Glück. Nice. Sehr schön. Ich komme auch noch. Steht's vielleicht auch mit dem MG42, das ihr habt? Verlangt nicht zu viel von den Leuten. Den ist kalt. Nächstes MG kommt. Ja, ich seh's. Boah, spammt der nur MGs raus, oder? Yep. Natürlich. Hat er noch einen Trupp von dir getötet, oder was? Ja, mit der Pack, weil der Typ vorne dran weggelaufen ist. Ich dachte, das ist am sichersten. hinten dran lagen es auch noch Leute, die können auch nach vorne. Jo. Und Panzer 4 kommt. Was wollen Sie? Ausrücken und auf Erfrierungen abgeben. Da hinten ist mein Minenfeld. Pioniere! Sie kommen nicht durchs Minenfeld durch. Und zack, sie haben das nächste MG verloren. Oh, Garde. Kriegst du das hin? Und zielsuchende Granaten. Wie soll das auch sonst sein? Willst du sterben? Bewegung! Pack geladen für Jagd auf Panzer. Fahr mal zurück in das Reparaturzentrum da. So, Panzer 4 ist da. Sehr schön. Ist nur die Frage, wo ich Druck machen soll. Irgendwie spielen die ziemlich verteilt. Der eine greift oben an, der andere unten. Das ist doch schön für uns. Stimmt. Und er wirft sich selbst mit Granaten ab. Oh Gott, Flamer. Zurück. Was machen wir? Der Typ mit dem MG rennt bis vorne an den Flamer dran, um zu schießen. Weil er ein MG hat. Würde ich auch sagen. Egal, der Flamer ist explodiert. Oh, ich baue noch einen Ostwind. Was wollen Sie? Das ist sehr schön. Moment, sieht's rosig aus. Ich hasse es, diese schwere Ding im Winter zu bewegen. Panzer 4 wechselt Einsatzgebiet. Schluss mit dem Scheiß. Los! Langsam aber sicher wird der Feind zurückgedrängt. Panzer 4 fährt los. Ich spiele erst 13 Minuten. Denn gerade echt die. Der rennt mit seinen Truppen nach vorne, um die Pack wieder einzunehmen. Ja. Ist doch sinnig. Hätte ich auch gemacht. Weiß nicht, was hat denn der Rote da bitte gespielt? Der hat. Oh nein, mein Panzer 4 ist in den Bäumen verhakt. Hallo leichte Fahrzeuge. Hinter dir ist ein kleiner Panzer noch. Mhm. Ich gehe gerade ins Reparaturgebiet. Jo. Verliere ich den Männer? Nein, ich hab aufgepasst. Mein armer Pionier. Kriegst du das hin? Ich hoffe. Na, auf ansonsten zieh dich zu meinem MG noch zurück. Ich muss meine Truppen mal eben schnell wieder auffrischen. Okay, ich komm zurück. Und ein Panther ist im Bau.
Ich weiß gar nicht, worauf ich gehe. Ob ich überhaupt auf einen Elefant gehe oder doch lieber auf einen Tiger. Doch auf einen Tiger gehen. Oh, ich sehe, er hat seinen Panzer reparieren lassen. Die Fertigkeit. Oh, selbst das hilft ihm nicht. T-70 down. Und jetzt bringe ich meinen Panzer aus der Gefahrenzone. Ich sehe gerade den Bunker, den sie eigentlich bauen sollten, haben sie nicht gebaut, weil du da gebaut hattest. Ach, das konnte ich ja nicht ahnen. Ja, ist ja egal. Genau, mach einfach mal keinen Unsinn. Sagt mein Panzerfahrer gerade. Das Vaterland ist gewachsen. Pioniere erwarten. Ich hasse es, durch den Schnee zu laufen. Kannst du Pius nach vorne bringen oder soll ich zurückfahren? Fahr am besten zurück. Weil ich hab meinen Pius den gerade am Bauen. So, dann gehen wir mal beide unten drauf. Natürlich haben sie da was draufgesetzt. Was für eine Spritpose hier oben, haben sie die schon wieder eingenommen? Mhm. Miese Hunde. Ohne Mist, ey. So, greifen wir unten an. Ich habe Ostwind zur Verstärkung gegen die Infanterie. Jo, sehr gut. Ich hab 3 Infanterietrupps. Nächster Panzer 4 geht mal nach oben, die Stellung wieder zurückholen. Und ihr steht einen Zentimeter neben dem Feuer und kriegt es gebacken ranzugehen, ey. Ja. Wärmt euch. Ich habe hier oben noch einen Flamer Half-Track. Stimmt. Oh, pack. Komme. So, habt euch genug gewärmt. Vorrücken. Oh, nicht auf den Boden legen. Weiterrennen, weiterrennen, weiterrennen. Ah, sehr schön mit dem Ostwind. Sterbt. Oh, ich wurde festgesetzt. Ja, Mist. Jawohl. Das war's für die Pack. So, dann noch ein bisschen zurückfahren und dann gibt's noch ein paar Infanterie-Kills. Nächster T-70 kommt. Jo. Ich erober dir das Ding da unten dann zurück, dann kannst du dich reparieren. Wow, große Offensive hier, guck mal. Oh ja. Muss ich irgendwas zum draufhauen? Oh ja. Oh ja, oh ja. Will ich jetzt auf Ost, ach auf Dings, Elefanten, dann habe ich hier auch noch einen. Ich bin auf dem Tiger. Bombenangriff. Und alle festgenagelt. Ich habe leider noch keine Splitterbomben. Wo sind deine Pios hin? Die bauen gerade irgendwo einen Dings auf. Nein, es stirbt. Was? Oh, fuck. Nicht gesehen, dass die das Ding weggesprengt haben. Meine Pios kommen schon zu dir. War ja klar, wenn ich euch da hinstelle, kommen so kleine Panzer da nach. Nur gut, dass ich da noch einen Panzer 4 hab. Der fährt die ganze Zeit über die Minen. Kannst du den Panzer 4 einmal nach hier vorne schicken, die Infanterie da unten kriege ich weg. Komme. Wow, jetzt kommen sie hier mit einer dicken Offensive. Oh, nein! Pack. Ey, ich sag ihnen, sie sollen sich zurückziehen und sie machen nicht. Autsch, 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 mein Panzer 4. Na, passt mit dem Ostwind da unten auf, wa? Was macht mein Panzer 4? Der soll sich doch nur healen, gell? Nein, mein einer Panzer 4 hat das zeitliche gesegnet. Und zack. Durchrollen oder was? Ich geh mal ein bisschen auf Erkundungstour.
Ja, ich kann mir meinen Pandora eben durchrollen in der Base. Warum mein Schnitt? Ich kann auch hier, Mann. Oh, hallo. Da kostet's die ganze Infanterie. Wollt ihr gerade so ein großes Fahrzeug besetzen mit einem Snipe? Ja. Ist das witzig, ey. Kümmerst du dich um den Panzer? Jo. Ja, ein Snipe hat's auch gekostet da. Der Arme. Irgendwer schießt von der Seite. Panzer 4, der Pack schießt. Der Pack, ja. Ich zieh mich mal raus. Zur Reparatur. Oh Gott, die verlieren am laufenden Band die Truppen. Jawohl! Nehme das Ziel ein! Oh yeah! Viel Spaß mit den Splitterbomben, Jungs. Nein, er zieht die Pack da noch raus. Nein, und die Splitterbomben in meinen. So, sauber. Und das war's. Sind beide raus, oder? Ja, das war's. Der eine war schon länger raus, wie es aussieht. Ja. Oh, schön. Da muss das sein. Das war irgendwie schon nach 10 Minuten gegessen. Aber es kamen gerade noch zwei Panther dazu. Also ich finde den Auswind nicht schlecht. Der Auswind ist richtig, also ist der hat richtig, meinem Herzen richtig, hat der richtig eine, geil. Ja, in meinem Herzen hat der eine Revival. So wie im Einsatz, der ging er auch gegen die Infanterie so ab. Ja. Ich finde den sogar hier noch heftiger als im ersten Teil. Das stimmt Platz, das eigentlich. So auseinander, das ja. Oh yeah. Wup, wup. Ey, beide haben gleich viele Einheiten verloren. 110, um genau zu sein. Echt? Mhm. Und deine Armeestärke bewegt sich eigentlich nur kontinuierlich nach oben. Hast du überhaupt was verloren? Ein Trupp, ja. Ganz zum Schluss. Die Kurve von dem rosanen Spieler da, siehst du die? Ja. Um Gottes Willen. Alles auf einen Schlag verloren. Vor allem, ich glaube, die wussten auch selber nicht, was sie machen wollten. Also erst wollten sie irgendwie einen Rush mit den kleinen Fahrzeugen machen, unten. Hatten aber nicht mal was draufgesetzt. Dann hatten die versucht, kleine Panzer zu fordern. Das hat auch nichts gebracht. Vor allen Dingen T-70, als wir schon mit einem Panzer 4 da rumgefahren sind. Ja. War nicht so klug irgendwie. Guck mal, nach 3 Minuten schon das erste Treibstofflager gebaut. Ich hatte Sprit wie sonst was. Ja, das war ich. Als wir irgendwie keine Störung hatten, habe ich da oben was drauf gebaut gehabt. Ja, ich hatte schon, wie gesagt, direkt nach 3 Minuten. Und du hast auch schon, nach 8 Minuten kam deins. Was hattest du am Anfang schon noch eins gebaut? Ja, direkt am Anfang hatte ich eins gebaut. Deswegen hatten wir so viel Zeug. Ja. Wir konnten Panzer spammen, wie wir wollten. Nach 8 Minuten. 6 Minuten 25 hatte ich mein erstes und dann nach 8 Minuten 33 hatte ich das nächste. Ich hatte 2 Spritposes noch gebaut gehabt. Ja, und ganz am Ende nochmal eins. Echt? Ja. Nach 19 Minuten 50. Oder ist quasi 2 Minuten vor Ende. Ach nee, Quatsch, das ist ja nur die Übernahme. 3 Minuten hattest du den Sprit übernommen. Das haben wir uns vertan. Die Anzeige dafür, dass du übernommen hast. Ach so, ja, okay. Nach 4 Minuten hatte ich das erste Dinges hochgezogen gehabt. Und du nach... So. 10 Minuten.
So, ich würde sagen, jetzt haben wir die Deutschen, jetzt will ich noch eins mit den Russen gewinnen. Ich wollte jetzt eigentlich eine Runde Aliens vormachen und dann, Okay, dann verabschieden wir uns erstmal hier an der Stelle.